Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. In der letzten Folge haben wir zusammen, jetzt ist ein bisschen schwer gerade zu kommentieren und zeitgleich die hier auszuschalten. Was haben wir gemacht? In der letzten Folge haben wir ein bisschen den Stützpunkt im Lenniko-Gürtel infiltriert. Und eigentlich relativ erfolgreich. Suchen jetzt immer noch nach Jan. Haben sie noch nicht gefunden, aber ist okay. Gut. Hui. Ja. Wir sind jetzt durch den Fahrstuhltrakt gegangen und sind hier angekommen, was auch cool ist. Schalten wir den mal bitte aus hier. Super, der ist tot. Perfekt. Doch nicht. Ja, jetzt ist er tot. Super. Das wollen wir gebührend feiern, indem wir etwas in die Luft jagen. Juhu. So, übrigens, neue Mächte sind dazugekommen. Und zwar folgende. Es ist Geistertrick Stufe 2. Richtig geil. Ich zeige euch gleich ein paar Tricks damit. Wir haben Würgegriff Stufe 2. Ebenfalls sehr geil. Und ansonsten hat sich nichts getan. So. Diese Macht hier ist ganz cool, denn wir können jetzt hier einfach mal auf den machen. Bam. Und er macht die Tür für uns auf. Zurück an die Arbeit. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? Ich komme gerade von Nar Shaddaa zurück. Was für ein verdammtes Loch. Wow. Warum in aller Welt warst du denn da? Tut mir leid, das ist geheim. Hehehe. Gut. So. Ich werde euch gleich noch was zeigen, sobald es geht. Aber erstmal machen wir den hier. Ja, yeah, wir machen den Darth Vader, Leute. Wir können das jetzt nämlich auch mit dem Würgegriff. Zwar nicht mega ins krass cool, aber schon cool genug. Da, seht euch das an. Ist das geil? Falke. So, ich wollte eigentlich da runterschmeißen hier. Das versuchen wir gleich nochmal. Bisschen die Sturmtruppe fehlen. Nein! Nein! Oder so. Ist er auch gestorben. Cool. So, was genau uns das jetzt hier bringt, weiß ich bis heute nicht. Das entfernt auf jeden Fall das eine Ding dort. Hilft uns aber eigentlich nicht wirklich, soweit ich weiß. Da wir hier nie hingelangt werden, aber okay. Ich aktiviere es einfach immer noch. So, wir gehen jetzt wieder runter. Ach, unten in die unterste Etage jetzt sogar. Und wir wollen weiterkommen, kann man sagen. Und ich zeige euch jetzt mal was. Was voll cool ist. Geben Sie jetzt auf? So, tot. Die anchecken es nicht. Und jetzt hier. Na, immer noch nicht. Ich möchte euch den verdammten Trick zeigen. Oh, Entschuldigung. Gut, hier drüben muss irgendwo einer sein. Oder auch nicht. Na gut. Wir wollen hier durch die Tür durch. Die ist ja verschlossen. Und selbes Spiel geht für hier drüben. Die ist auch verschlossen, also kommen wir da nicht lang. Was machen wir dem zufolge? Wir gehen hier rein. Besser gesagt hier hoch. Gehen dann hier hin. Und von hier aus springen wir nach da. Und dann nach hier. Und wir schalten diese Generatoren hier aus. Dann jetzt baut der da hinten Scheibe. Spielscheibe, bis er sagt. Geht kaputt. Und wir können hier rein. So ist der Gedanke. Denn die Tür da drüben ist jetzt kaputt. Das war unser Ziel, dass wir da durch können. So. Jetzt zeige ich euch mal was. So, wir können hier ein bisschen tricksen. Aber man, es geht immer noch nicht. Was? Es gibt's da nicht, ey. Was war das? Was ist da? Warte, ein Geräusch. Wer ist da? Wer ist da? So, schnell ausschalten hier bitte. Gut, der Rest sieht uns noch nicht. Und zeige ich es eben jetzt hier. Da. So. Ich kann die jetzt dahin locken, wo ich will. Was tun Sie hier? Wer hat das getan? Wer sind Sie?
Da seht ihr das. Die laufen jetzt automatisch hin. Das ist voll cool. Was war denn das? War da ein Geräusch? Das ist voll die geile Fähigkeit. Ich kann euch einfach weglocken. Und sich um die anderen herumschleichen. War da was? Voll die coole Sache. Hier ist nichts. Ist da jemand? So, jetzt gehen wir mal darüber, Leute. Was war das? Ist da jemand? So, und jetzt mal nach dahin, bitte. Na, komm. Ist da jemand? Kann ich noch weiter austricksen hier? Ist da jemand? Super, die gehen wirklich hin dort. Nein, shit. Shit, aber okay, wir haben... Ich hab's euch zeigen können. Darum ging es eigentlich hauptsächlich gerade. Los, Falke! Du scheiß Sturmtruppler. So, Würgegriff und BAM! Man kann jetzt schon langsam richtig schön mit den Mächten spielen hier, Leute. Es ist einfach nur geil. Dafür liebe ich das Spiel auch. Die Physik sind ganz lustig, und man richtig schön spielen kann. Wir benötigen eine Reparaturcrew in auch im Multiplayer. Ja, Sir. Nein. Dass der erst da hinten einfach immer nicht checkt. Wir ballern uns hier gegenseitig und der bleibt da einfach stehen. Ich finde das so geil. Das ist so typisch Jedi-Knight. Kann man sagen. Naja, okay. So, der ist auch weg. Perfekt. So, und den auch ausschalten, bitte. Auch der ist tot. Und jetzt lassen wir mal eine Granate hier runterrollen. Das sollte reichen. Hallo. Bäm. Ach, das Spiel macht so einen Spaß, ey. Ich finde das so geil. So, hier drüben haben wir eine Tür. Kommen wir zurück. Aber wir wollen jetzt hier lang. So, ihr hört es ja gerade. Und da können wir jetzt wieder spielen. So. Nochmal. Ich habe aus Versehen Sichtfeld ausgeschaltet und die Macht weggedrückt, die ich eigentlich benutzen wollte. Und zwar in Würgegriff. Also machen wir das einfach mal schnell nochmal. Wir können sie jetzt. So. Wir können sie alle in den Tod schubsen. Was ich cool finde. Super. Der ist auch tot. Perfekt. Alles ist hier elektrisch geladen. Geh doch mal einer zum Energieterminal. Nein. 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 Super, der ist verreckt. Jetzt geht's hier rüber. So. Der ist natürlich schon vorher gestorben. Schisser, sage ich da mal nur. So, hier rüber bitte. Das war knapp. Und jetzt hier rein. So, das ist übrigens ein AT-ST-Transporter. Für die, die es nicht wissen, was das ist hier. Glaubt mir, das sollten wir noch wissen, warum das... Wir sollten noch wissen, warum das so hier steht. Denn wir müssen dagegen noch wahrscheinlich ankämpfen nochmal. Wir hatten schon einige AT-STs gesehen. Das könnte auch mal wiederkehren. Shit. Und deswegen sage ich euch das nun mal. So ein AT-ST-Transporter sieht so aus. So, gehen wir mal hier runter. Holen uns mal hier drüben die Lebensenergie und die Schildenergie gehen hier rein. Machen wir den hier und den hier. Haben da den Strom deaktiviert. Yay! Und den Fahrstuhl aktiviert. Und wir können jetzt irgendwas machen. Was machen wir das nochmal? Da drüben war die Tür frei, genau. Da können wir jetzt nämlich reingehen, weil kein Strom mehr da ist. Oh, shit. So. Und der Trick ist auch cool. Chancen haben sie überhaupt gar keine. Und jetzt wird's... Nein, jetzt noch nicht. Okay. Also gleich. Wir kommen gleich an der Stelle an, die richtig lustig wird. Also nicht lustig, sondern schwierig, meine ich damit. Gerade wenn man versucht, kein Leben zu verlieren. So. Hier gehen wir jetzt mal volle Bresche durch.
So, auf Distanz sind die sowieso hinten nutzlos. So, der ist tot. Perfekt. Okay, geschafft. Ja, da ist jetzt klar, was wir machen werden. Mehr nicht. So, kaputt machen bitte. Zumindest die ganz unten, das reicht schon aus. Bisschen Schildenergie nochmal holen. Und weiter geht's in den nächsten Raum. Wo wir gegen Jedis kämpfen dürfen, Leute. Yeah. Übrigens mal so eine Sache am Rande. Bei dem blauen können wir, glaube ich. Doch, können wir jetzt. Übergriff Stufe 1 kann man noch nicht aktivieren. So war das. Die Macht verrät euch. Ist aber auch geil, dass wir ihn so lange hier würgen können. Bis zum Tod, aber das war jetzt ein bisschen zu viel, aber cool, dass ich nicht wehren konnte. Aber beim alten Würgegriff, bei dem Stufe 1, der konnte dort nicht eingesetzt werden bei dem. So. Perfekt. So, und wir haben gleich wieder volle Macht und werde ich jetzt einfach ausschalten. Nein! Das gibt's doch nicht, ey. Falsche Taste gedrückt. Du bist jetzt verrecken, Leute. Typi. Blauer Typi. Ja, da ist nicht mehr viel Luft drin, mein Freund. Trotzdem werden wir nochmal neu laden, weil ich gerade wieder diesen Fehler gemacht habe, die falsche Taste gedrückt zu haben, weil ich so einen dicken Wurstfinger habe. Gibt's doch nicht. So. Der ist tot. Das wollte ich hauptsächlich bezwecken. So. Und den erwürgen wir jetzt hier. Einfach nur, weil wir die Macht haben. Bam. Cool. Jetzt kommt der Punkt, wo wir manchmal verzweifeln wollen, wenn wir kein Leben haben. Mehr dann. Weil wir kein Leben verlieren wollen. So ist richtig. So, wir haben die eine Waffe ausgeschaltet, gerade von dem. Von dem auch schon wieder. Super, der ist tot. Ihr seht ja gerade, ihr braucht diese Waffe hier unbedingt dafür, sonst wird es elendig schwierig noch. So, na, komm schon. Verrecke! Oh, shit. Schwein gehabt. Los, weg mit dem hier. Super. Leben haben wir so gerade ein kleines Problem, aber das ist nicht schlimm. Nee. Katz dich mal. Wir gehen einfach hier rein und da finden wir noch ein bisschen Lebensenergie. Tja. Wer sucht, der wird fündig. Naja, du kannst mich sowieso nichts antun hier. So, du hast keine Macht gegen mich. So, und... Yeah! Das sieht immer richtig cool aus, wenn man den Trick macht und den Gegner tötet dabei. Ich finde das so geil. Ich finde es einfach nur so geil. Oh, jetzt! Wird's wieder knifflig. Schon oft. Ich war der beste Waffenrad. Jetzt wird's lustig, Leute. Die werden knifflig hier. Gerade wegen diesen vielen Autogeschützen. Na, los. Und den noch bitte. Schnell. Ah, das ist okay, kann man speichern. Wir haben ja vorhin noch gesehen, wo Leben ist. Von daher haben wir ja nichts zu verlieren. Bagdad-Tank gibt es hier auch nochmal. Super. Und jetzt gehen wir drüben in eine Zentrale rein. Weitermachen. Diese Unterbrechung darf unseren Zeitplan nicht verzögern. War da ein Geräusch? War da ein Geräusch? Republikanische. Ach, shit. Ich habe versucht, da ein bisschen zu tricksen wieder, aber gut, das hat nicht so ganz funktioniert. Aber ist auch nicht schlimm. Wir werden jetzt einfach dann voll die Brüche durchgehen. Super. Wie viel ich gerade mit einem einzigen Schwertwurf gekillt habe, ist auch heftig.
bist tot. Super. Wir müssen jetzt hier drüben übrigens den Schalter aktivieren, damit wir durch die Tür kommen können von irgendwas. Ich glaube von hier, genau. Unser Truppentransport, also ATST-Transport ist da hinten unter uns gerade. Und wenn wir jetzt hier auf den Knopf drücken, läuft er gleich hier durch. Ihr seht es ja gerade hier extra, dafür machen wir das gerade. Super. Ah, ja genau, stimmt, hier ist ja noch Lebensenergie. So ist richtig. Perfekt. Genug Schildenergie für alle, Leute. Ich kann euch spüren, so. Jedi Ritter. Bäm. War eben verarscht. Kommt sofort zurück. Hier geben wir keine Chance, mein Freund. Den schmeißt jetzt einfach hier runter. Oder wir erschlagen ihn. Oder erstechen ihn, so eben auch. Wenn er so blöd ist und da reinrennt. Selbst schuld, mein Freund. Selbst schuld. Ich wollte ihn eigentlich runterschmeißen, das ist viel cooler. Vor allem, wie sie immer noch schreien. So. Hui, noch einer. Ihr werdet sterben. Na, nicht getroffen diesmal. Oh, schön durch den Kopf durch. Habt ihr das gesehen, ey? Einmal schön durch den Kopf durch. Es ist schon cool. Ich liebe dieses Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, jetzt wird's aber knifflig, Leute. Na, nicht wegen denen da. Sondern wegen einem anderen Punkt. Fürchte dir nicht. So, der ist tot. Einmal mal schnell ausschalten. Na, ich mag diesen Sprung, weil der ist so geil, wenn man damit Leute tötet. So, na, komm. Schon wieder nicht gekillt. Jetzt aber, na toll. Aber schon wieder zu viel Leben dabei verloren. Das wollen wir doch nicht. Mensch, den Orangen, da können wir innerhalb von Sekunden töten. Das ist kein Problem. Ich kann die Essenz der Macht in euch füllen. Haben wir gerade gesehen hier. Die Macht verrät euch. Bäm. Dich. Wollen wir auch noch ausschalten hier. Genau, mit einem schönen Schlag ist der tot. So, da drüben kommt unser Freund, von dem ich schon erzählt habe, gesprochen, was er sagt. So. Jetzt setzen wir natürlich Geschwindigkeit ein hier, um den maximal auszuschalten. Und nochmal bitte. Denn dieses Ding hier macht wirklich extrem hohen Schaden. Gegen ihn. Wow, wow, wow. Das war jetzt mein Anfang. Wir müssen uns jetzt gleich die nächste Waffe nehmen und dasselbe Spiel nochmal treiben. So, nehmen wir mal dafür dich hier. Super. Und er ist weg. Perfekt. So muss es aussehen. Eine ATST weniger. Ich bedenke nur mal vorher, dass wir es nur geschafft haben, wenn wir, also ich merke mal an, dass wir es vorher nur geschafft haben, wenn wir mit Geschützen gearbeitet haben. Jetzt haben wir es auch geschafft, mal ohne Geschütze. Apropos Geschütze. So, mal schnell Geschwindigkeit aktivieren hier. Er ist ja wirklich runtergefallen drauf, cool. Super, der ist auch weg. Bam, tot. Wow, da ist ja noch einer. Super. Ist ja geil, dass er direkt auf eine Mine geflogen ist. Dort sind Minen versteckt. Das zeige ich euch auch gleich noch, keine Sorge. Darum kümmern wir uns auch noch. Super, die ist tot hier. Dieses Autogeschütz. Das auch. Super. Jetzt zeige ich euch mal die Minen, die ich meinte.
Hier ist er mir aufgefallen. Genau auf der richtigen. Alter, ist das geil. Die halbe. Also die eine Hälfte komplett weggeräumt hier. Ist natürlich cool, so. Na. Ach, scheiß drauf. Musste erstmal 30 Schuss verballern, um das überhaupt zu treffen. Egal. Wir bekommen jetzt mal schön Schildenergie. Auch eine geile Sache. Und springen jetzt einfach mal ins nächste Level hinein. Hui! Ins nächste Level. Yay! Oh ja, das Level ist schon cool. Wer ist da? Ja, geil. Ist das geil. Okay, ihr wisst schon mal, wie wahrscheinlich die nächste Folge anfangen wird. Finde ich auch nicht schlecht. Ich hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Wenn ja, wäre mir einen Daumen nach oben und ein Abo sehr lieb. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und eure Meinung ist gefragt. Wie immer, schreibt es unten in die Kommentare rein. Auch Tipps, Kritik und Anregungen. Bitte, ich bitte drum. Nur so kann ich meine Videos verbessern. Und in dem Sinne, Leute, verabschiede mich wieder von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Crush Those Reborns. Yeah! Tschüss.